braucht für jedes Paracord-Projekt ein Maßband. Sollte flexibel sein, damit ihr es schön um euer Handgelenk oder um den Hundehals legen könnt. Ihr braucht eine Schere, die sollte möglichst scharf sein. Paracord ist da ab und zu etwas widerspenstig. Ich habe hier meine Messingnadeln. Am liebsten nehme ich die lange flache her. Die war ursprünglich gerade, hat sich durch etwas Krafteinsatz etwas verbogen. Wie man sieht, ist sie häufig in Gebrauch, ab und zu auch mit Zange. Dann gibt es auch noch kurze und runde. Die nehme ich zum Beispiel für die Many-Method her, zum Verbinden von zwei Paracord-Strängen. Das zeige ich euch in einem Extra-Video. Und ihr braucht ein Feuerzeug. Ich nehme generell normale elektrische Feuerzeuge, weil ich damit am besten hantieren kann. Manche nehmen so Mini-Bunsenbrenner. Die werden mir persönlich zu heiß und ich kann damit einfach nicht umgehen. Zu den verschiedenen Verschlussarten. Es gibt einmal die Alumax-Schnallen, die gibt es in Silber satiniert, die sind dann etwas matt. Dann gibt es noch welche in Schwarz und manche Händler haben diese Dinge auch in Roségold. Ich nehme am liebsten die normalen Hochglanzpolierten, weil die am kratzunempfindlichsten sind und am hochwertigsten aussehen in meinen Augen. Messing gäbe es auch noch, also Messingfarben. Genau. Dann gibt es, die gibt es in 16 mm, in 20 mm, in 25 mm und ab und an auch in 30 mm. 30 aber nicht in allen Farben. Dann gibt es verstellbare Adapter. Der hier ist jetzt aus Echtleder. Ich mache die selber, weil es ganz schnell geht eigentlich. Löcher rein, Ringe rein, Schrauben rein, zukleben, fertig. Der hier ist jetzt noch, weil es für meinen Großen ist, noch mit den Schrauben, Köpfen, mit den Schlitzen nach innen zeigend. Mache ich mittlerweile nicht mehr, weil mein Zwergpinscher recht empfindlich ist und sich an diesen Schlitzkanten die Haut aufrubbelt, beziehungsweise sich die Haare abrasiert innen drin. Dann gibt es noch die Möglichkeiten von Zugstopp. Es gibt die Möglichkeit mit drei Ringen, dass quasi hier das Halsband rumgeht und hier verbunden wird mit einem Paracord-Strang oder es gibt dieses System auch mit Kette. Das Ganze funktioniert auch statt mit zwei O-Ringen unten am Halsband mit zwei D-Ringen am Halsband. Und dann gibt es meine Lieblingsvariante, weil es einfach verstellbar bleibt, trotzdem immer noch mit einem Stegring. Wie man sieht, hat der hier einen aufgeschweißten Steg. Das verhindert einfach, wenn über den Zugstoppteil drüber gleitet, dass es zu weit zuzieht. Grundsätzlich Kosmetik ist die Verbindung von den zwei Schnallenteilen von der einen Seite zu der anderen Seite. Bei den Klickverschlüssen ist zu beachten, dass der Ring entweder an der weiblichen Seite, weiblich ist diese Seite hier, männlich ist dieser Teil, hat einfach den Hintergrund, das Männliche wird in das Weibliche gesteckt. So kann man es sich am einfachsten merken. Es gibt auch Varianten, dass man hier zwei Ringe anbringt, die müssen dann aber so groß sein, dass sie sich hier in der Mitte treffen. Wenn ich jetzt einen 25 mm Verschluss habe, kommen zwei 25 mm Ringe nur schwer in der Mitte zusammen. Sprich, für eine 25 mm Schnalle würde ich mindestens 30 mm Ringe nehmen, damit die vernünftig zusammenstehen. Bei einer 20er glaube ich passen 25er Ringe und halt so weiter. Genau, diese Kosmetik gibt es zwei wichtige Arten, die ihr auf alle Fälle beherrschen müsst. Das ist einmal die Kosmetik 2 mit zwei Führsträngen und einmal die Kosmetik 2.1 mit vier Führsträngen. Die zeige ich euch
Für alle Verschlussarten, die ich euch vorhin schon genannt habe, mit den Zugstoppvarianten jeweils, die zwei sind vom Prinzip her ja gleich, weil das System gleich ist. Dann zeige ich sie euch am Klickverschluss und am Adapter.